Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisps. Ja, ich habe die letzten 5 Tage nur Animal Crossing gespielt, von daher, wieso bin ich jetzt Speicherplatz 3? Ich bin so ein Vollidiot. Von daher keine Ahnung, ob ich in Ori noch meinen Skill zeigen kann, den ich bestimmt irgendwann mal hatte. Was war denn überhaupt passiert? Quarlock meinte irgendwas und, unser Freund ist gestorben. Genau, aber was sollen wir denn jetzt machen eigentlich? Ich komme gerade gar nicht klar, warte mal. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Federfähigkeit, wie ich das sehe. Die gute Federfähigkeit. Kein normal... Ach genau, ich habe die Feder ausgetauscht für mein Schwert. Jetzt ist die Frage, wie komme ich zur Karte? Da. So, der Wille der Irrlichter. Als die Weide starb, wurden ihre Lichter über das ganze Land verstreut. Finde die Irrlichter in Bauerspitze, den Schimmelwaldtiefen und den Luma-Seen und heile Niven. 3 Irrlichter sind noch verschwunden. Hä? Was soll ich machen? Bitte was? Ach so, ich muss jetzt überall hin, oder was? Schimmelfels? Ist da unten? Da oben? Ist verloren im Paradies? Raff ich gar nicht, aber wahrscheinlich können wir jetzt hier unten lang und dann dahin gehen. Gut, aber um da reinzukommen, muss ich hier noch irgendeinen Schalter aktivieren. Aber ich habe gar keine Ahnung, wo der sein soll. Ich guck mich mal ein bisschen um. Vielleicht... Hä? Haben wir den noch nicht? Doch. Ah, hier! Man muss das Ding ja nach oben knuddeln. Lol, wieso habe ich das denn am Anfang nicht gemacht? Ich habe das ohne Witz übersehen. Okay, alles klar. Dann geht die Tür da auf. Dann können wir uns ja hier mal easy peasy umschauen. Der spuckt hier runter. Warum tust du das? Warum sind sie so ein lieber Bursche, dass sie da runter spucken? Was soll denn das? Was gibt's denn hier? Da gibt es auch nette... Oh, nein, 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 nein. Ah, ich brauche mein Schwert. Sonst funktioniert mein komischer Trick nicht. Das ist natürlich doof. Okay, also keine Feder für uns. Aber ohne Schwert funktioniert dieser Trick hier nicht. Alles klar. Dann also doch mit dem Schwert arbeiten, obwohl ich damit weniger angreifen werde, sondern das nur für den Trick benutzen werde. Und eigentlich mag ich diesen Hammer ziemlich gerne. Auch wenn er natürlich fucking langsam ist. Okay, was haben wir denn hier unten? Komische Gegner. Oh, das ist so ein krasser Gegner. Alles klar, aber da habe ich doch was gegen. Nämlich einen Hammer, der fast gar keinen Damage macht. Ist ja der Wahnsinn. Bau und Stampfattacke und nochmal. Warte, warte. Ja, was du kannst, kann ich schon lange. Bist du tot? Nein, sie leben noch. Aber jetzt sind sie tot. Das ist schön. Ja, und hier rechts soll es ja irgendwie dann zu dem Luma-Seen oder sowas gehen. Oder der Schimmelwald. Das sieht eher aus wie Schimmelwald. Und das sieht aus wie eine eingefrorene Krabbe. Als die Dunkelheit kam, schickte Quarlock die Moki zu den Schimmelwaldtiefen. Doch das Tor war verschlossen. Da drüben. Jetzt hat Quarlock uns geschickt, es für dich zu öffnen. Deinem Inneren liegt ein verlorenes Licht, ein Licht wie das deine. Kleines Licht. Einsames Licht. Es ist dunkel, aber vielleicht findest du es, wenn du hell genug strahlst. Ey, brecht dir... Nein, brecht dir doch nicht seine Arme ab. Seid ihr vollkommen bescheuert. Also es ist schon knuffig, aber es ist auch sehr brutal, was sie sagen. Wir werden auf dich warten. Halt dich von der Dunkelheit fern. Sie zuckt. Sie ist bissig. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay, dann werden wir da vermutlich die Feder... Ne, wir haben schon die Feder. Aber irgendwie auch nicht. Oder? Doch, ach, ich habe die Feder schon. Ach, sag das doch. Seit wann habe ich denn die Feder? Okay, habe ich schon wieder voll vergessen. Aber wir schauen uns erstmal auf der rechten Seite um. Denn hier gibt es noch einen Splitter. Immerhin. Was ist denn das für ein Splitter? Spaltung. Aber ich nutze den Geisterbogen sowieso nicht, deswegen. Unnötig. Dann gehen wir erstmal runter und wahrscheinlich wird hier irgendwas sein, was wir kaputt machen können. Wodurch dann dieser Luftstrahl auch weiter nach oben geht. Und dann kommen wir oben an dieses komische Ding, nämlich doch noch ran. Oh, der schießt gleich 3. Okay, läuft bei dir. Machst ja richtig guten Damage. Oh, du auch. Ja, geil. Ich mag alle Gegner hier. Alles mag ich hier. Wow, geil. Da oben ist hundertprozentig... Oh Gott, okay, warte, lass mich mal kurz... Die Gegner da töten. Ja, ja, okay, ja. Das hat schon mal richtig gut funktioniert. Ich bin tot. Ich möchte eigentlich nur kurz da oben hingucken. Danke. So, ich will nämlich doch die Genuddels haben. Genuddels sind sehr wichtig in diesem Spiel. Ha! Ausgewichen, indem ich das Ding da runtergezogen habe. Ich hab's drauf. Okay. Ah, lol, die bleiben auch nicht für immer draußen. Sind die wirklich nur zum Abwehren? Warte mal. Warte doch mal. Ich will da einmal hoch. Okay, hier gibt's noch einen.
Gorleckerz kann ich auch mitleben. Aber jetzt habe ich halt so gar keine Leben wieder. Hier irgendwo der Eingang. Hier sanken die Augen des Waldes in die blinde Nacht. Diese Wälder waren immer dunkel, aber der Verfall hat ihre Dunkelheit vertieft und gefährlich gemacht. Okay. Klingt nicht so nett, muss ich sagen. Möchte ich hier denn dann sein? Oh, kann man auf den Dinger stehen? Ja. Bist du böse? Bist du eine Fee? Bist du eine liebe Fee? Muss ich dir folgen? Warte mal. Warten Sie, kleine Fee. Zeigen Sie mir den Weg. Sie zeigt gar hundertprozentig den Weg, aber ich habe keine Leben mehr. Schnell mal irgendwas töten. In der Hoffnung, dass das Leben fallen lässt. Ich meine, der ist grün. Kann er doch mal Leben fallen lassen. Okay, dann nicht. Mir gefällt dieses Gebiet hier gar nicht. Das ist ein sehr gruseliges Gebiet. Oh Gott, und ich bin halt einfach mit dem nächsten Hit tot. Bitte gehen Sie weg. Und Sie auch. Ohne mich zu töten. Pau. Ecke schlubbert. Okay, ja, hier verbrauchen wir also das Licht. Der weist uns dann den Weg. Hier auch alles rumwobbelt. Mega ekelhaft. So, alles klar. Dann bitte noch einmal. Kommen Sie mit, kleine Fee. Und weisen Sie mir den Weg. Ich warte. Wieso wobbelt das hier alles? Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass dieses Wobbelzeug alles so ein Tumor ist oder sowas. Und wir eigentlich in irgendeinem Wesen drin sind. Wenn du mich triffst, dann bin ich tot. Deswegen bitte nicht hitten. Danke. Könnte mal Leben drin sein? Jetzt ohne Witz. Bietet nur ein Leben. Ist klar. Sieht so aus, als wenn ich meine Regeneration benutzen müsste. Ah, wir waren da hingegangen für das Schlüsselstück. Jetzt raff ich so einiges, Leute. Einiges raff ich jetzt hier. Und hier sind auch so ganz komische Flügel überall. Also das lebt hier wirklich alles. Hallo? Ja. Müssen wir wohl schnell genug sein, um da rüber zu gehen, weil sonst frisst uns die Dunkelheit auf. Das ist ein sehr gruseliges Gebiet. Hui! Von Lichtstrahl zu Lichtstrahl hangeln wir uns weiter. Oh, sogar die Gegner sind hier gut für uns. Okay, dann töten wir die natürlich nicht. Wäre ja dumm. So, dann haben wir das zweite Ding bekommen und du schickst mich den ganzen Weg wieder zurück. Das ist sehr nett. Ich habe die Befürchtung, wir müssen hier irgendwann später nochmal hin, wenn hier mehr Licht ist, weil es hier garantiert Sachen zu finden gibt. Aber zunächst, bitte geleite mich nach Hause. Nein, 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 Moment, 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 das ist jetzt nicht so cool. Das ist überhaupt nicht cool, aber ich komme klar. Ich bin Profi im Klarkommen. Alright, danke. Die XP nehmen wir noch kurz mit. Bitte explodiere. Ja, 5 XP, geil. Das bringt mir bestimmt fast irgendeine neue Errungenschaft. Gut, was haben wir denn hier? Eine komische Spinne als Gegner. Aber ich mag diese komischen Teile hier nicht. Die sind echt merkwürdig. Weil man die immer nur rauszieht. Ultra, ultra wack. Finde ich nicht so gut. Finde ich ganz ehrlich, Leute. Finde ich nicht so gut. Oh nein, schon wieder so ein komisches Nest. Aber wir können damit nichts machen. Dann hier unten das Ding einfach mal kaputt machen. Bringt mir das irgendwas? Ich sterbe zumindest. Das ist doch auch ganz gut. Vielleicht irgendwie so... Dann gehen wir da rechts erstmal weiter und gucken, ob hier irgendwas ist. Oh, zumindest auch irgendwas zum kaputt machen. Okay, jetzt haben wir zwei dieser Dinger kaputt gemacht. Wir können hier aber auch nicht nach unten. Und ich bin bestimmt gleich tot. Ne, noch lebe ich. Ja, was bringt mir das denn hier? Kann ich das... Nee, ich komme da auf jeden Fall noch nicht durch. Aber was ist denn hier dann meine Aufgabe? Also man kann die Dinger hier kaputt machen, gut. Jetzt ist da unten eine Fledermausspinne oder sowas. Da gucken wir uns die auch nochmal an. Wenn die Kamera da schon so komisch hinschwenkt. Hallo, liebe Fledermausspinne. Wie geht's denn so? Was machen sie hier vor allem? Ah, man muss wahrscheinlich die Dinger nutzen und dann da oben kaputt machen. Oder? Funktioniert nicht. Ich raff's null. Ich guck mal weiter nach rechts. Vielleicht ist hier noch irgendwas Interessantes. Noch so ein... komisches Nest. Da oben das Zeug nehme ich mit. Warte doch mal. Ich will nur das Zeug hier oben mitnehmen. Danke. So, der Rest darf hier gerne so bleiben, wie er ist. I don't care. Ah, lass mich doch mal. Warum ist hier alles so gemein? Oh, diese Dunkelheit. Holy shit. Ich will nur einmal kurz da rein und dann da und dann nach rechts vielleicht und dann lebe ich doch schon wieder. Da kommt hier vielleicht so eine nette Fee raus. Nein. Okay.
Wie soll man hier bitte weiterkommen? Okay, einfach nach rechts, dann kann man hier hoch. Okay, das ist also so ein Gebiet, wo man voll schnell sein muss, weil man sonst einfach von der Dunkelheit aufgefressen wird. Habe ich doch verstanden! Toll. Und hoch, dahin, da hoch. Ein Portal zumindest. Okay. Ultra weirdes Gebiet. Da oben gibt es wieder irgendwas kaputt zu machen. Kommt man da irgendwie einfach ran? Nö. Dann machen wir das auf meine Art. Ach, so ein Viech ist da drin. Hätte man wahrscheinlich mit dem Bogen einfach draufballern sollen, aber egal. Dann hätte man den rausholen müssen und das ist immer so anstrengend. Aber du führst mich jetzt nicht einfach wieder nach unten, oder? Doch, tut es. Du bist doch ein Scheißteil. Oder bist du für hier unten da? Ah, du schickst mich noch weiter nach unten. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Okay, hier können die zwei Dinger rein. Wie viele habe ich? Gar keins. Perfekt! Mit keine Schlüsselteile kann man, glaube ich, keine Tür öffnen, die zwei Schlüsselteile braucht. Ist nur so eine Vermutung, aber ich denke, so funktioniert das mit den Schlüsselteilen. Ist klar. Da hoch. Das Schlüsselteil Nummer 1. Oh, da oben sind noch Leben. Machen wir später. Machen wir später, machen wir später. Oder... Oh, machen wir jetzt? Kriege ich mein Leben? Nein. Schade. Oder? Warte doch mal. Oh Gott. Hat er mich verarscht? Da hat er mich einfach verarscht. Ich fasse es nicht. Bitte warten Sie. Oh Gott. Okay. Schlüsselstück Nummer 2. Und jetzt darf ich hier wieder raus. Ja, da oben war noch Leben, aber das machen wir irgendwann mal. Irgendwann später. Wenn das Licht hier wieder im Gebiet drin ist. Alright, derselbe Kack nochmal. Spiel denselben Song nochmal. Okay, denselben Song nochmal. Wo geht's heute hin? Bitte lassen Sie mich. Ich habe Ihnen nichts getan. Ich will hier einfach nur dieser netten kleinen Kreatur folgen. Die mich irgendwo ganz Nettes hinschickt. Glaube ich. Sehe nichts. Ich sehe nichts. Nichts außer die Nebelschicht. Da oben ist auf jeden Fall wieder so ein Rennen. Dafür bin ich jetzt hier hingegangen, für dieses doofe Rennen, das ich nicht mehr aktivieren kann. Ja, perfekt. Gehst du vielleicht noch ein Stückchen nach rechts? Oh ja. Hier waren wir nämlich noch nicht. Das ist neu. Was ist denn hier Schönes? Irgendwas Spannendes. Außer diese komischen Säcke. Oh nein. Ach, bestimmt ist eine Spinne hier der Endboss. Das kann ich mir vorstellen. Hier ist nämlich alles voller Spinnenweben. Ja, wir kriegen doch eine neue Fähigkeit. Welche denn? Es ist Blitz. Zeuge eine Lichtaura, die Gegnern Schaden zufügt. Und damit kann man bestimmt auch im Dunkeln sehen, nicht wahr? Blitz. Ah, okay, das habe ich dann permanent um mich rum. Oh, das ist natürlich praktisch für dieses Gebiet, muss man sagen. Dann hält das erstmal eine Weile. Und das tut auch Gegnern weh, die im Weg sind. Ach, die kriegen permanent Schaden, wenn sie in meinem Lichtdings drin sind. Ah, mega cool. Okay. Aber wie lange hält das? Permanent? Wäre das nicht viel zu krass? Ah, es verbraucht die ganze Zeit Energie. Jetzt habe ich es gerafft. Es hält so lange an, wie man Mana quasi hat. Okay. Aber wir wollen uns jetzt erst einmal hier unten umgucken. Und da ging es nämlich jetzt nicht weiter, wenn man kein Blitz hat. Deswegen mal gucken, was uns der Blitz jetzt Tolles bringt. Ob wir hier irgendwas haben, was uns ein bisschen weiterhilft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir kriegen zumindest einen Splitter. Je mehr Geisterlicht du hast, desto mehr Schaden verursachst du. Also wenn man messy ist, macht man mehr Schaden. Okay. Ach, guck mal hier. Hier ist der Lupo. Was machst du denn hier im Dunkeln? Stai. Merkt dir dieser Ort auch einen kalten Schauer über den Rücken oder geht's nur mir so? Nee, mir auch. Auf der einen Seite ist die mit der Verfall heraufgezogenen Dunkelheit ziemlich unheimlich. Auf der anderen bevorzuge ich sie, glaube ich, zu dem, was sich darin verbirgt. Möchtest du eine Karte für 250 kaufen? Ja, verbindlichsten Dank. Endlich mal eine Karte. Die wird mir hier sehr weiterhelfen. Aber wie ist der Typ da hingekommen? Holy shit. So, da oben müssen wir auf jeden Fall hin. Da komme ich nicht durch. Ohne irgendwas gemacht zu haben. Aber da geht's halt weiter. Da geht es halt weiter. What the fuck? Ah, hier ist ein geheimer Weg. Aha, aha, aha. Okay, der schickt mich nur zurück. Hallo, Moki. Oh, du leuchtest. Bist du ein Geist? Ich habe versucht, Ruhewürmchen zu fangen, aber sie entkommen immer. Wenn ich sie vielleicht in etwas reintun könnte.
Ja, wenn man die nur irgendwas rein tun könnte, ne? Kleiner Moki, wenn man nur. Ich frage mich, was ich wohl als nächstes bekomme. Komm, hier ist auch schon wieder so eine Absperrung. Dann zeigen die mir doch bestimmt gleich, wie ich da richtig cool Sachen mitmache mit diesen Absperrungen. Oder etwa nicht. Das wäre doch mal richtig Knorke, sowas. Okay, hier unten. Okay, da unten ist auch Finsternis. Okay, wenn ich das außerhalb vom Wasser aktiviere, dann habe ich es auch im Wasser. Ich glaube, eben im Wasser konnte ich es nicht einsetzen, aber okay. Ah, deswegen sind hier dann auch diese blauen Dinger, damit man mehr Mana hat. So, ihr könnt mich mal. Ich leuchte nämlich. Ich bin das Leuchten des Waldes. Könnt mir gar nichts. Auch du nicht. Okay, du vielleicht schon mehr. Aua. Ich habe keine Luft mehr. Danke. Oh, Mana. Mana finde ich richtig gut. Gib mir Mana. Wollen. Geil, das hat uns wieder eine neue Energiezelle gegeben. Und da wird auch unser Mana natürlich wieder aufgefüllt. Ultra gut, danke schön. Du kannst mich mal in Ruhe lassen. Und dann schauen wir doch mal hier links. Sorry, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe nicht unendlich Mana. Hier oben noch. Nochmal so ein Teil. Und den Schalter, den Holzballen da wegzumachen. Aber oben rechts kommen wir trotzdem nicht vorbei. Ah, man kann das doch von einer Seite kaputt machen wahrscheinlich. Nun gut, so lasst uns kämpfen. Ich habe eine tolle Blitzaura. Die werde euch alle vernichten. Ich glaube, die werde ich sogar verbessern, diese Blitzaura, weil die ist eigentlich echt stark. Vor allem, wenn man halt so mehrere Gegner hat und so. Könnt ihr bitte aufhören? Macht das echt guten Schaden. Ich glaube, die kann man am besten vernichten, wenn man einfach deren Geschosse zurückballert. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass sie sich sogar selber treffen? Also wenn der eine auf den anderen schießt, dass er den dann auch trifft? Ja, richtig heftig. So, na los, kommt her. Ich werde euch mit euren eigenen Waffen schlagen. Licht aus. Wir müssen ja auch Strom sparen. Wollen ja nicht zu viel CO2 hier aussenden. Piu, piu, piu. Danke. Welle Nummer 2 ist eine komische Schnecke und so ein hässliches Viech. Aua, kann man von euch auch? Gott, ich hasse die Schnecke. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Au. Bin ich schon tot? Lebe ich immer noch? Das kann doch nicht sein. Kann ich ja so lange leben. Muss ich mal ganz kurz heilen. Ah, man darf nicht hier weggehen. Ist nicht dein Ernst. Man darf nicht vom Kampfschrein weggehen, sonst wird er zurückgesetzt. Dann schließ doch einfach die Tür, Mensch. Dann nehmen wir einfach den Geisterschlag, oder? Weil die sind fett und fette Dinge benötigen andere fette Dinge, um sie zu vernichten. Ganz klar. So ist auf jeden Fall meine Devise. Au, 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 au. Oh Mann, ey, das tut alles so doll weh hier. Das ist echt unfassbar. Oh, ey, könnt ihr mal ganz kurz chillen, dass ich mich einmal heilen kann? Danke. Bis das, du blödes Kackding. Und das und überhaupt. Ja, los, spuck. Ich bin vorbereitet. Das ist quasi das Parieren in... Ah, man muss sie gar nicht direkt treffen. Aber das ist quasi das Parieren in diesem Spiel. Dass man einfach die Schüsse vom Gegner nimmt. Und auf die selber ballert. Okay, das schlagt mir jetzt. Komische Ranke, bitte sterben sie einfach. Okay, ich werde häufiger dieses Heil-Dings brauchen, wenn ich das hier so sehe. Oh mein Gott, was ist das für eine komische Kampfarena hier? Du musst ja die ganze Zeit nur den Kack von den Gegnern zurückballern. Permanent. Oh Gott, wehe, das lohnt sich nicht. Aber der Moki hat ja schon irgendein Gefäß angekündigt. Hier sieht der Projektilzulieferer, ist immer zur Stelle, wo sie ihn auch immer benötigen. Alles kein Ding. Oh, come on jetzt hier. Komm, schieß. Ja, den können wir auch so töten. Nein, ich habe nämlich nichts. Dann machst du das einfach mal kurz. Danke, du schießt mich ab. Das ist sehr nett von dir. Bitte tun Sie das noch einmal. Wieso ist der andere nicht tot? Ultra uncool. Warum ist der nicht gestorben an dem Ding? Weil es einfach gar kein Damage macht, ne? Noch eine Runde. Okay, der ist rot. Ah, der spuckt mich voll. Was ist denn bei ihm kaputt? Junge, was ist denn bei dir kaputt? Hier, friss meine ganzen Dinger. Ich spam die jetzt einfach hin und die töten wieder. Wieso kann ich mich nicht heilen? Naja, nicht dein Ernst. Oh, halt andere Taktik. Ich nehme jetzt auf X mein Schwert, auf Y heilen und auf B habe ich den Hammer. Ich glaube, das ist das Beste. Oh, die Schnecke ist super. Die tötet einfach diese Viecher hier und so. Die spamme ich jetzt permanent hin, sodass sie den einfach tötet. Und hoffentlich
bisschen missbraucht. Okay, sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt greifen wir die einfach permanent von oben an und dann von unten. Hauptsache, dieses komische Viech ist weg. Oh, danke. Meine Güte, das war so ein nerviges Ding. Oh, jetzt nur noch diese komische... Okay, nein, ich werde überhaupt gar kein Risiko nehmen und werde mich einfach heilen. Blödes Kackding, bitte stirb einfach. Danke. So, wehe, das hat sich nicht gelohnt. Was kriege ich? Eine Splitterplatzverbesserung. Ja, ach ja. Kriegt man ja immer nur da, ne? Eine Splitterplatzverbesserung. Dann nehmen wir einfach rein, dass Geisterlicht mehr Bonusschaden macht. Maximal 3000 Geisterlicht. Ich glaube, wir haben sogar genau 3000 oder so, ne? Aber wie ich jetzt da oben rechts vorbeikommen soll, weiß ich halt trotzdem nicht. Hä? Ach, hier... Jetzt ist sie einfach offen? Vorhin war hier noch so ein Kackding. Was habe ich denn jetzt gemacht, dass ich hier durch darf? Ich hatte doch da auch schon Blitz, oder nicht? Aber okay, jetzt darf ich hier plötzlich durch. Whatever, I don't know. Und jetzt gehen wir einfach ins Netz der Spinne. Netz der Spinne, wie es aussieht. Da war auch schon so eine eklige Spinne und hier sind überall Spinnenweben. Das gefällt mir gar nicht. Nein, 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 das will ich nicht. Die Musik. Please. Ich habe jetzt keine Arachnophobie, aber... Oh nein. Hi. Ich bin Ori. Okay, schön, dich kennenzulernen. Immerhin hat sie mich nicht getötet. Oh. Ich habe nichts gesagt. Bitte. Oh Gott, warum? Was? Nee, Leute. Wir unterbrechen hier die Aufnahme. Und kämpfen beim nächsten Mal gegen Arachnophobia. Oder wie auch immer die heißt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.